Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in der Bibel heute. Ich freue mich sehr. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt Vorsorgen. Oder tu so viel Gutes wie möglich, dann schaust du in der Krise nicht ins Ofenrohr. Auch ein Titel. Wie komme ich drauf? Ich musste in diesen Tagen öfter nachdenken über eine Begebenheit, die schon lang her ist. Und da ging es darum, dass ich mich beworben habe um einen Co-Pastorenposten im Schwäbischen, super Gemeinde, prima Pastor. Und die haben mich auch genommen. Nur 4 Tage, bevor ich umziehen sollte, da hatte ich dann schon meine Wohnung gekündigt und die Arbeitsstelle natürlich auch. Da kam ein Brief, lieber Gerd, wenn es schon so anfängt, ja. Lieber Gerd, wir können dich leider doch nicht nehmen. Und dann verschiedene Gründe. Und ich war natürlich am Boden zerstört. Ich habe mir gedacht, oh nein, was mache ich jetzt? Denn ich habe damals in München gewohnt, 1986. Und in München kannst du nicht einfach so in eine neue Wohnung umziehen oder dir eine neue Arbeit suchen. Die sind blitzschnell weg. Da ist eine große Nachfrage. Und ich war also ganz entsetzt und ich habe mir gedacht, was mache ich nur? Habe die Hände gefaltet und habe Gott gebeten, mir eine Lösung zu geben. Ich wollte natürlich in der Gegend bleiben. Und dann kam jemand, der heißt Stefan. Der ist mittlerweile von Anfang an in der Gemeinde hier mit dabei. Wir waren damals zusammen in der Bibelschule und wir waren ja längst fertig, schon Jahre her. Und als er das mitbekommen hat, er hat in der Nachbarschaft gewohnt, in der WG mit noch anderen zusammen, hat er gemeint, kannst du bei mir einziehen. Es war wirklich stressig für mich und es war wie eine Erlösung, als er mir angeboten hat, ich kann bei ihm einziehen. War nicht selbstverständlich, war eine üble Situation, aus der mich Gott herausgerettet hat. Ich habe nicht ins Ofenrohr geschaut. Und erst später, Jahre später, 30 Jahre später oder so, kam es mir. Ich habe genau diesen Stefan in der Bibelschulzeit finanziell unterstützt. Als der mal knapp bei Kasse war, habe ich ihn finanziell unterstützt. Und jetzt, 2 Jahre später, bietet der mir an, dass er mich aufnimmt. Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Und ich habe nachgelesen im Lukas-Evangelium, und zwar Lukas Kapitel 16, Vers 9. Da sagt Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch, wenn er zu Ende geht, wenn ihr mal in der Krise seid, dass sie euch dann aufnehmen in die ewigen Zelte, in die ewigen Hütten. Und genauso was Ähnliches ist da passiert. Ich habe ihn unterstützt, dann kam bei mir eine Krise, dann hat er mich unterstützt. Da ist ein Zusammenhang, es kam mir später. Ich vermute mal, wenn ich ihn nicht unterstützt hätte, dann hätte ich ins Ofenrohr geschaut. So, deswegen also der Titel meiner Botschaft heute, tu so viel Gutes wie möglich, damit du im Moment der Krise nicht ins Ofenrohr schaust. Wichtig. So, denn wir leben ja in einer Zeit der multiplen Krisen. Ich meine, es kriselt ja hinten und vorne, es kriselt ja überall. Ja, wir haben Probleme mit Elektrizität, wir haben Schwierigkeiten mit dem Gas und so weiter und so fort. Und eine Rezession steht ins Haus, so eine Sache. Und da schauen wir uns jetzt deswegen ein wenig an, wie wir vorsorgen. Das Wort vorsorgen, das war mir richtig auf dem Herzen. Deswegen möchte ich da heute mal ein paar Punkte drüber äußern, über Vorsorge. Vorsorge. Du sagst jetzt vielleicht, vorsorgen, Pastor, wozu? Jesus, komm doch bald wieder. Das sind doch jetzt die Wehen und wir sind doch jetzt unterwegs praktisch schon zum Herrn. Jetzt kommt doch bald die Entrückung und dann sind wir weg. Gemach, gemach. In Matthäus Kapitel 24 steht, niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater allein. Da steht wirklich allein, der Vater allein. Weiß Tag und Stunde. Wir wissen es nicht, nicht einmal Jesus weiß es. Wenn Jesus es wissen wüsste, wann er wiederkommt, würde er uns das mitteilen. Er ist unser Haupt, wir sind sein Leib, er würde uns das mitteilen. Er weiß es aber selber nicht. Wenn Jesus nicht einmal weiß, wann er wiederkommen wird, dann brauchen wir uns nicht denken, dass wir dann irgendwie das wissen. Wir können spekulieren, aber es heißt nicht, dass wir dann richtig liegen. In Lukas 12 sagt Jesus noch was. Lukas 12, Vers 40. Er sagt, ich komme dann, wenn ihr es nicht meint. Wenn also alles aussieht, wie wenn es in Butter wäre. In einer weltweiten relativen Friedenszeit, relativen Wohlstandszeit. Du sagst ja, aber genau das sind wir doch. Stimmt. Die Zeichen sind tatsächlich erfüllt. Die kommen, also die sich ereignen mussten, bevor Jesus wiederkommen kann.
Israel ist wieder existent als Nation, Jerusalem ist wieder in jüdischer Hand, alle diese Dinge. Aber wir wissen trotzdem nicht Tag oder Stunde. Es ist reine Spekulation, wenn da jemand anfängt. Deswegen sagt Jesus, Lukas Kapitel 12, er sagt, ich will, dass ihr etwas tut, wenn ich komme. Glückselig, wenn der Herr den Diener sieht bei diesem Tun, sagt Jesus, wenn er wiederkommt. Der Herr möchte, dass du was tust beim Wiederkommen. Paulus hat ja den Thessalonichern geschrieben, im ersten Thessalonicher Brief, dass die Entrückung stattfinden wird. Kapitel 4, Vers 17. Und daraufhin haben viele, oder zumindest nicht wenige Thessalonicher, aufgehört zu arbeiten und haben sich ganz aufs Warten verlegt. Deswegen schreibt Paulus im zweiten Thessalonicher Brief, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 10. Wer nicht arbeiten kann, wer Arbeit sucht, ist wieder was anderes. Den Leuten helfen wir, die unterstützen wir, völlig klar. Oder zumindest macht es jetzt zurzeit der Staat, alles klar. Aber wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. So, Essen und Arbeiten hängt bei Gott mit zusammen. Auch wenn Jesus kommt, er möchte, dass er dich bei einer Tätigkeit vorfindet. So, ich lebe nach der Devise, arbeite so, als käme er nie zurück, aber lebe so, als käme er jeden Moment. Habe also jeden Moment ein gutes Gewissen, aber rechne nicht damit, dass er in den nächsten 1, 2, 5 Jahren oder 100 Jahren kommt, obwohl es durchaus möglich ist, dass er das tut. Paulus sagt sogar, tröstet euch mit dieser Entrückungshoffnung. Nur manche haben sich so sehr getröstet, dass sie dann nicht mehr gearbeitet haben. Das ist natürlich Blödsinn. So, und auf diesen Trichter fallen wir nicht rein. Amen. So ist es. Gut, jetzt Vorsorgen. Wir schlagen dazu vielleicht mal auf, Sprüche Kapitel 6. Und ich lese mal ab Vers 6. Da heißt es, geh hin zur Ameise, du Fauler, und sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die keinen Anführer, Aufseher oder Gebieter hat, die keinen Chef hat, der ihr in den Hintern tritt und ihr sagt, was sie tun soll. Die selbst motiviert ist. Sie bereitet im Sommer ihr Brot und sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Ihre Nahrung sammelt sie in der Ernte. Warum? Weil sie dann über den Winter was zu essen hat. So, wir lernen von den Ameisen. Und wenn du Ameisen im Garten hast, wenn du einen Garten hast, vielleicht hast du gar keinen Garten, sondern nur einen Balkon und siehst trotzdem Ameisen. Das gibt es auch. Du stellst fest, dass sie immer in Reihe und Glied marschieren und meistens was transportieren und auf diese Art und Weise vorsorgen. Das ist nicht schlecht. Gott hat das gemacht, damit wir was davon lernen. Sprüche Kapitel 6, Abvers 6, Vers 9. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Bis wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und schon kommt wie ein Wegelagerer deine Armut. Schau, der Wegelagerer, der springt dich von hinten an und plötzlich ist er da. Bisher geht alles gut, du lebst quasi von der Hand in den Mund, gibst jeden Cent aus, den du verdienst. Und jetzt plötzlich springt der Wegelagerer dich an. Die Waschmaschine wird kaputt. Das Auto braucht ein neues Getriebe. Oder du hast einen Platten. Deine Frau stürzt zur Tür herein. Das Auto hat einen Platten. Was machst du dann? Dann sagst du, jetzt können wir nicht mehr fahren, denn wir haben kein Geld für einen neuen Reifen. Oder jetzt müssen wir in schmutzigen Kleidern dahergehen, weil wir haben kein Geld für die Waschmaschine. Plötzlich kommt wie ein Wegelagerer deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter oder wie ein schildbewehrter, wie ein wehrtüchtiger Mann. Und er hält dich dann nieder. Und das ist dann wirklich blöd. Der Herr möchte das nicht. Der Herr möchte, dass du da vorbaust. Und zwar durch Vorsorgen. Vorsorgen. Gut. Aber du sagst jetzt vielleicht, aber Pastor, Jesus hat seine Jünger doch auch ausgesandt. Er hat ihnen gesagt, nehmt keine Tasche mit, nehmt keine Börse mit, keinen Stock in eurer Hand, keine Sandalen an euren Füßen, sondern der Arbeit ist seines Lohnes wert, ihr werdet auch so durchkommen. Das hat er wirklich gesagt. Er hat sie wirklich ohne Börse und ohne Vorbereitung losgeschickt. Er hat sie dann auch gefragt, in Lukas Kapitel 22, Vers 36. Da sagt er, als ich euch so losgeschickt habe, hat euch etwas gemangelt. Und sie sagen, nichts. Und dann sagt Jesus, jetzt aber, bedeutet, die Zeiten haben sich gewendet. Jetzt machen wir es anders als bisher. Jetzt brechen wir mit dieser Tradition der totalen Armut und jetzt sorgen wir vor. Jesus sagt jetzt, nehmt ihr die Börse mit
und zur Börse zusätzlich die Tasche. Und wer kein Kleid hat, also wer kein Gewand hat, wer zwei Anzüge hat, der verkaufe diesen Anzug und kaufe ein Schwert. Weil sich die Zeiten geändert haben. Er wird jetzt nicht mehr bei ihnen sein, sie werden jetzt nicht mehr in dieser Urkraft des Glaubens unterwegs sein, sondern jetzt wird es alles länger, jetzt wird es alles ein wenig schwieriger. Jetzt müssen sie vorsorgen. Mit Börse, mit Tasche, mit Schwert. Also Börse ist klein, Tasche ist größer und Schwert ist dafür da, Börse und Tasche zu verteidigen. Vor dem Wegelagerer und vor dem schildbewehrten Mann, die da kommen. Jesus spricht von Vorsorge, er spricht von Vorsorge. Jetzt, was ist die Börse, vor der Jesus spricht? Die Börse ist klein, die Börse ist das, in das du deinen Verdienst hineintust und mit dem du die Rechnungen bezahlst. Das ist dein Einkommen, das ist deine Arbeit, deine Arbeitsstelle, die Börse. Jesus sagt, wenn ihr jetzt auszieht, dann lasst euch durchaus ein Opfer geben, das ist in Ordnung. Derjenige, der das Evangelium verkündigt, der soll vom Evangelium leben, sagt Jesus. Und du sollst natürlich, wenn du eine Arbeit hast, davon leben können. Du sollst nicht umsonst arbeiten. Eine Börse, schnapp dir eine Börse. Ein wichtiger Punkt, leb von deiner Arbeit. Vertraue nicht darauf, dass der Staat dich rettet. Denn wenn wir uns alle ins soziale Netz legen, du und ich zum Schluss auch noch hineinsteigen, dann reißt das Netz und dann haben wir alle nichts mehr davon. So vertraue nicht dem Staat, dass er dich retten tut mit seinen Sozialkassen, sondern rechne vielmehr damit, dass du den Staat rettest. Wenn du Grundbesitz hast, dass dann Zwangshypotheken kommen, wie wir das schon mal hatten vor ungefähr 100 Jahren, dass die Steuern steigen, damit, wie gesagt, viele Dinge, die der Staat so finanzieren möchte, halt finanziert werden. Ne? Preise sind sowieso schon hoch, legt der Staat noch eine Umlage obendrauf und dann noch eine Steuer obendrauf und dann noch was. Rechne also nicht damit, dass du von denen gerettet wirst. Schau, dass du von deiner Hände Arbeit leben kannst. Kommen wir nachher noch drauf, wenn ich 6 Punkte gebe, die wichtig sind. Was ist die Tasche? Jesus spricht von der Börse, ist unser regelmäßiges Einkommen. Dann spricht er noch von der Tasche. Tasche ist größer als die Börse. In der Tasche bewahre ich Sachen auf. Spricht vom Sparkonto. Spricht davon, was zurückzulegen. Und es ist nicht das Schlechteste, wenn du etwas von deinem Einkommen hernimmst und in einen Aktienfonds investierst. Also nicht in eine einzelne Aktie von einer einzelnen Firma, das ist viel zu gefährlich, sondern in einen Fonds, der 100 Aktien hat oder noch mehr. Ja, in die kannst du dann investieren und dann machst du ein wenig jeden Monat. Und wenn es nur 100 Euro sind jeden Monat, sagst du, für mich ist es viel Geld. Gut, dann mach 50. Aber leg was zurück und spar das. Tu es in die Tasche, von der Jesus spricht. Und wenn du das lang genug machst, wenn du 100 Euro vom 30. Lebensjahr bis zum 70. so ansparst, dann bist du zum Schluss Millionär. Nur die wenigsten, die haben diese Disziplin. Das ist die Sache. Die denken nicht so weit, die sorgen nicht vor. Die gehen nicht auf die Tasche ein, von der Jesus ausdrücklich gesprochen hat. Das halt mal so fest, Jesus hat davon gesprochen. In die Tasche, ein Aktienfonds. Und jetzt muss ich das wieder dazu sagen, ein sogenannter Disclaimer. Ich verkaufe keine Aktienfonds. Ruf mich also nicht an, beziehungsweise die Claudia, und frag uns nicht per E-Mail, Pastor, was empfiehlst du? Das werde ich dir nicht sagen, was ich empfehlen kann, weil ich nämlich kein Aktienverkäufer bin, sondern ein Pastor, ein Prediger des Evangeliums. Und wenn du Aktien verkaufst, dann schreib mir auch nicht oder sag nicht, Pastor, bewerb meine Aktien, ich gebe dir einen Schnitt, ich gebe dir Prozente. Interessiert mich nicht, will ich nicht. Ab und zu kriege ich dann Zuschriften nach solchen Botschaften, Pastor, ich habe da eine Geschäftsidee, könntest du die nicht irgendwie bewerben? Nein. Mach deinen eigenen Kanal und send es dann und vielleicht wird es dann ja was. Aber sei es gut. Wir sind interessiert an geistlichen Dingen und nicht so sehr an diesen materiellen. Meine Hauptaufgabe ist wirklich, Menschen für das Evangelium von Jesus Christus zu gewinnen und die Christen zu stabilisieren, damit sie kraftvolle Gebetserhörungen haben. Amen. Das Reich Gottes bauen. Das ist unser Sinn und unser Zweck und unser Ziel. Alles andere ist nebensächlich, inklusive Kohle. Die interessiert uns nur insofern, dass wir sie brauchen, weil wir das Evangelium damit verkündigen können. Amen. Und dann erwähnt Jesus noch das Schwert. Ein Schwert. Und sofort kommen die Jünger und Petrus auch und sagen, Herr, hier sind 2 Schwerter. Er sagt ja, wer kein Schwert hat, der verkaufe seinen zweiten Anzug und kaufe dafür ein Schwert, damit er sich verteidigen kann, zur Selbstverteidigung. Und wie gesagt, die Jünger, die zücken sofort die Schwerter, 2 Stück,
und sagen, Herr, hier haben wir welche. Petrus hat ja auch ein Schwert. Mit ihm hat er später an diesem Abend dem Malchus das Ohr abgehauen. Und Jesus hat es dann wieder geheilt. Damit niemand sagen konnte, Jesus hat eine Revolution anzetteln wollen, eine bewaffnete. Petrus macht ja einen gigantischen Fehler. Und Jesus repariert ihn. Nun gut. Also hier haben wir zwei Schwerter, Herr. Und Jesus sagt, es ist in Ordnung, es reicht, es ist gut. Wir gründen hier keine Miliz, sondern es dient rein zur Selbstverteidigung. Fertig, aus. Amen. Okay, von was spricht dann das Schwert in unserem Zusammenhang? Ich deute das als Versicherung. Ein Schwert ist eine Versicherung. Wenn ein Angreifer kommt, dann kann ich den mit dem Schwert abwehren. Hier und da sich zu versichern, vielleicht so, dass wenn dir was passiert, deine Frau noch Land zieht, ist nicht schlecht. Okay, halten wir so mal fest. Gut, vorsorgen. Überleg mal. Die Geschichte von Josef im 1. Mose ist eine einzige riesige Geschichte von Vorsorge. Josef war im Gefängnis, konnte Träume auslegen. Pharao hat geträumt. Man hat sich darauf besonnen, dass es da einen Gefangenen im tiefsten Knast gibt, der Träume auslegen kann. Man hat ihn vor den Pharao gebracht. Pharao hat ihm seinen Traum geschildert vor den 7 guten und den 7 schlechten Jahren. Und Josef hat sofort einen Aktionsplan erstellt. Vorsorge. Ja, Pharao, in den guten Jahren, in denen die Ernte reichlich ausfällt, da bunkern wir, was das Zeug hält. Wenn dann die 7 schlechten Jahre kommen, dann sind wir vorbereitet. Bist du auch vorbereitet? Oder gibst du immer gleich alles aus? Bereite dich vor. Ich komme noch auf einige nützliche Punkte nachher zu sprechen. Und dann passiert was. Pharao ist so begeistert von diesem jungen Mann, der hier so überzeugend diese Pläne entwirft, dass er zu ihm sagt, du, ich mache dich zum Exekutiv-Pharao Ägyptens. Herrschst du. Und jetzt passiert was. Wir denken da gar nicht dran, aber jetzt passiert was Phänomenales. Dieser Gefangene Josef, der nichts hatte, sag mal nichts, der nichts hatte, absolut nichts hatte, der wird jetzt plötzlich zu einem der reichsten Männer seiner Tage, zum Vize-Pharao Ägyptens, zu dem, der sich zur Rechten des Pharao gesetzt hat, zu dem, der jetzt für die Politik im Land zuständig ist. Der hat jetzt plötzlich Mittel in der Hand, der kann sich jetzt plötzlich ausleben. Lass mich deswegen ein Wort zum Reichtum und zum Wohlstand allgemein sagen. Reichtum und Geld sind nicht böse. Aber die Bibel sagt, das Geld ist die Wurzel allen Übels. Nein, lies es nochmal. Paulus sagt im 1. Thessalonicher Kapitel 6, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. So, manchen macht Wohlstand gar nichts aus und manche werden vom Wohlstand ruiniert. Unserem Josef hier, dem hat der Wohlstand überhaupt nichts ausgemacht. Schau, Wohlstand bringt lediglich das in dir hervor, was bereits drin ist. Wenn du geizig bist und du kommst zu Geld, dann wirst du zum Ausbeuter. Bezahlst in deinen Firmen immer nur Mindestlöhne, nie einen Bonus. Wenn du allerdings freigebig und großzügig bist und plötzlich kommst du zu Geld, dann wirst du zu einem Philanthropen, dann wirst du zu einem Wohltäter. Und so bringt es deshalb hervor in dir, was in dir bereits drin ist. Deswegen ist Wohlstand für manche gefährlich. Es gibt den berühmten Club 27. Sagst du, was ist denn das? Das sind junge Leute, die alle mit 27 gestorben sind. Musiker, Künstler wie Maler zum Beispiel. Die kommen unverhofft zu Geld, sind extrem erfolgreich, werden reich und der Reichtum ruiniert sie. Bekannte Namen aus diesem Club des 27 ist zum Beispiel der Meistergitarrist Jimi Hendrix. Do, do, da, da. Ja, der hat da viele Millionen damit verdient und ist dann mit 27 gestorben, weil er zu viel Wein getrunken hat, ist an seinem Erbrochenen erstickt. Hätte nur an dem Tag keinen Wein getrunken. Schau, wenn du Disziplinprobleme hast, dann ruiniert dich der Wohlstand, so wie er das da gemacht hat. Jim Morrison, Sänger von den Doors, Riders on the Storm, wenn ihr euch noch erinnert. Überdosis Heroin. Jetzt liegt er in Paris in seinem Friedhof. Ne, Père Lachaise, so heißt der Friedhof. Es gibt noch andere. Eine, die in jüngerer Zeit mit 27 gestorben ist, ist die Amy Winehouse. Ne, zu viel Alkohol. Amy Winehouse. Jetzt heißt sie auch noch Winehouse. Also, Wohlstand an sich ist nicht schlecht.
sondern es bringt nur in dir hervor, was bereits in dir drinnen ist. Deswegen ist es gut, wenn Wohltäter viel haben und die Ausbeuter und die Geizigen nichts. So wäre es, wenn der Mammon nicht ungerecht wäre. Aber Jesus sagt selber, er ist leider ungerecht zur Zeit. Im Moment haben viele von den Falschen Zugang zum Wohlstand und viele von den Guten nicht. Aber der Herr wird es eines Tages ändern. Es wird eines Tages Gerechtigkeit herrschen auf der Welt. Amen. Gut. Und jetzt lass mich noch zu deiner Superpower in Finanzdingen kommen. Du hast Superpower in Finanzdingen, eine Superkraft. Wenn du schlicht und einfach den gesunden Menschenverstand einschaltest, der ist nämlich heutzutage so selten. Ganze Gesellschaften haben den abgeschrieben, aber du nicht. Deswegen wird es mit dir was. Du kommst auf einen grünen Zweig. Lass mich jetzt deswegen noch 6 Punkte anbringen, die dir bei der Vorsorge helfen sollen. Beim Vorsorgen. Erstens, ich habe es schon erwähnt, verdien dein Geld mit Arbeit. Du sagst ja, aber bei uns sind alle, leben alle von der Sozialhilfe. Das Geld kommt bei uns vom Amt. Schon seit 3 Generationen. Dann brich du diesen Generationenfluch und arbeite. In den Sprüchen heißt, schau, in Kapitel 8, Vers 5, lernt Klugheit, ihr Einfältigen. Ich würde das heute übersetzen, mach eine Lehre, du unwissende Person. Und dann geht es weiter im nächsten Vers, also in den nächsten Versen 17 und 18. Die Weisheit sagt, ich liebe die mich lieben und die mich suchen, die finden mich. Wenn du also eine Lehre machst und richtig dich reinhängst und lernst, dann kapierst du es auch, dann wird es auch was mit dir. Und dann Vers 18, Reichtum und Ehre sind bei mir, beim Gesellenbrief, beim Meisterbrief. Stattlicher Besitz und Gerechtigkeit spricht von Wohlstand durch Arbeit. Wenn du einen Meisterbrief hast oder einen Gesellenbrief hast und du kannst was, dann wird es was mit dir. Handwerk hat goldenen Boden. Ich weiß von Leuten, die haben 3 Gesellenbriefe, denen geht die Arbeit nie aus. Die verdienen immer. Wenn keiner mehr was verdient, die verdienen immer noch was, weil man sie braucht. Amen. Übrigens, der erste Geisterfüllte, von dem Gott sagt, er hat ihn mit seinem Geist erfüllt, ist kein Priester, kein Prophet, kein König, ein Handwerker. Bezaleel im 2. Mose Kapitel 31. Und zweiter Punkt, gib nicht mehr aus, als du verdienst. Gib nicht mehr aus, als reinkommt. In anderen Worten, mach keine Schulden. Und wenn du Schulden hast, dann tilg die so schnell, wie es nur geht. Schüttel diese Schulden ab. Denn in den Sprüchen heißt es in 22,7, der Reiche herrscht über die Armen und der Sklave ist Schuldner seinem Gläubiger. Du willst kein Sklave sein, ein Sklave von Menschen, sondern du willst frei sein. Amen. Gut, dritter Punkt. Leg dir was auf die hohe Kante. Spar dir einen Notgroschen an, 1.000, 2.000 Euro, die du immer flüssig hast, die nicht irgendwo feststecken. Denn dann, wenn mal der Wiegelagerer kommt oder die Waschmaschine ausfällt oder du einen Platten fährst, dann hast du Geld, um das schnell zu reparieren. Dann musst du nicht mit schmutzigen Kleidern rumlaufen, weil du dir die Waschmaschine nicht leisten kannst. Oder du musst dann das Auto nicht stehen lassen, weil du es nicht reparieren kannst. Sondern du hast dann etwas in petto, kannst es reparieren, kannst weitermachen. Also denk da einfach dran. Viertens, spar 10%. Das ist die Tasche, ich habe sie schon erwähnt, spare 10%. Am besten spare es nicht auf dem Sparkonto an, sondern mach da einen richtigen Aktiensparplan. Ist bei uns nicht so bekannt, aber in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, da macht man das schon seit langer Zeit. Ist keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee. Nachdem ich erkannt habe, dass man sowas machen kann vor einigen Jahren, habe ich da mal ein bisschen angefangen, im ganz Kleinen, ja, und es hat sich rentiert. Ich stehe deswegen jetzt besser da als vorher. Ich kenne welche, die das gemacht haben und solche, die es nicht gemacht haben. Und wie die das getan haben, wir haben jetzt was übrig. Und es ist gut. Amen. Der fünfte Punkt ist auch wichtig. Hau 10% deines Einkommens auf den Kopf. Gib's aus, verjux es. Mach damit Dinge, die man nicht tun muss. Verschwend's. Auf diese Art und Weise sättigt sich deine Seele an diesen Dingen. Und du hast das Empfinden, du kommst nicht zu kurz. Denk an den großen Philosophen Roberto Blanco. Ein bisschen Spaß muss sein. Das gilt auch für dich. Amen. Du gehst auf die Kirchweih, schnappst dir das Gewehr, schießt dort den goldenen Teddybären für deine Tochter.
Du freust dich, sie freut sich, ihr habt eine gute Zeit gehabt, hat ein bisschen was gekostet, macht gar nichts. Sowas musst du auch haben. Und dann, sechster Punkt, gib 10% weg. Du sagst, 10%? Ja, 10%. Mach das. Tu so viel Gutes mit deinem Geld wie nur möglich. Dann schaust du im Moment der Krise nicht ins Ofenrohr. Als ich seinerzeit Arbeit und Wohnung verloren habe in der Großstadt München, war ich nicht verloren und verlassen, sondern jemand hat mich tatsächlich aufgenommen. Und mir kam erst hinterher, dass ich ja dem auch geholfen habe. So deswegen, tu wirklich so viel Gutes wie möglich, dann schaust du im Moment der Krise nicht ins Ofenrohr. Und 10% wegzugeben ist keine so große Sache. Ich sag mal, der Herr sagt im Malachi Kapitel 3, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, damit die Prediger nicht auch noch auf die Arbeit gehen müssen, in dem Sinn, dass sie, was weiß ich, Sachen verkaufen, ja, Versicherungen verkaufen oder in der Fabrik an der Stanze stehen den ganzen Tag, sondern dass sie Zeit haben, sich vorzubereiten aufs Wort Gottes, dass sie dann was zu predigen haben, dass sie das mit einem gewissen Umpf rüberbringen können, dass sie ausgeruht sind und nüchtern und alles, ja, dass das so geht. Es gilt auch im Neuen Testament, da ist kein Gebot, du sollst Zehnten geben, sonst bist du nicht gerettet, das ist Quatsch, natürlich stimmt das so nicht. Aber ich sag mal so, schau, Jesus geht mit gewissen Erwartungen in die Beziehung zu dir. Du natürlich auch. Du brauchst einen Erlöser und er möchte, dass so viele wie möglich das Wort Gottes hören. Und dazu braucht man Geld, logisch. Ist ungefähr so wie Sex in der Ehe. Na, es geht auch ohne, aber es ist nicht dasselbe. Na, so ist es. Denk dran. Da herrscht eine gewisse Erwartungshaltung. Von dir dem Herrn gegenüber und vom Herrn dir gegenüber. Geh darauf ein. Zehnten geben ist auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 7, 8, aufgeführt. Und da kann ich heute nicht mehr drauf eingehen. Aber es ist eine Verheißung, die es in sich hat. Gib den ganzen Zehnten, sagt der Herr, und dann öffne ich dir die Fenster des Himmels. Dann, wenn Rezession kommt, wenn die Krise kommt, wenn die Heuschrecke kommt, um die Felder abzufressen, oder wenn der Weinstock dann Mehltau ansetzt und alles Mögliche und die Ernten ruiniert werden, dann will ich meine Hand über dir halten, sagt der Herr. Und dir soll es dann nicht schlecht gehen. Denn das ist ja eben genau das. Deswegen komme ich da heute drauf. Ich kenne Christen, die überwinden, bei denen kommt der Herr und die werden gerettet aus der Krise. Und es gibt andere, die fallen auf die Schnauze wieder und wieder. Und man denkt sich, was ist denn der Unterschied? Und ich komme langsam drauf. Ich denke da jetzt seit 40 Jahren drüber nach. Und ich merke jetzt, warum das so ist. Du erntest, was du säst. Deswegen tu so viel Gutes wie möglich. Und dann schaust du im Moment der Krise nicht ins Ofenrohr. Amen.